Gelungener Start einer Ariane 5-Rakete am Mittwoch in Kourou in Französisch-Guyana. Die Raumfahrtagentur ESA hat auf diesem Weg 4 weitere Galileo-Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht. Sie sollen die vorhandenen 22 Galileo-Satelliten ergänzen. Nach Angaben der ESA wird das System Ende des Jahres weltweit den kompletten Service anbieten können. Dazu gehören neben dem bereits bestehenden Such- und Rettungsservice auch verbesserte Navigationsdaten, die in Kombination mit dem US-Navigationssystem GPS eine Genauigkeit von bis zu 30 Zentimetern erlauben. Das Galileo-Projekt kostet bis 2020 etwa 13 Milliarden Euro.